Ansonsten, ich würde einfach dazu tendieren, weiter. Arkan? Arkan? Wieso das denn? Können Sie das begründen? Arkan? Was macht denn Arkan? Da würde ich jetzt irgendwie im Leben nicht drauf kommen, Alter. Das hört sich nicht sehr gut an. Dieser Typ. Ausdauer, Stärke, Vitality. Also so würde ich es tatsächlich wieder machen. Um deinen Punkt zu wasten, wäre meine Begründung. Ah ja, okay. Ja, guck. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Full Vit. Full Vita? Weiß ich nicht, ob ich Full Vita so dem zustimme. In Zustellung. Ankunft bis heute 22 Uhr. Wo habe ich das nochmal gesehen? DPD-Lieferung. Digi. Sendungsverfolgung. Wann kommt denn das Paket an, sag mal? Oh, zwischen 15:31 Uhr und 16:31 Uhr. Das ist doch schon mal ein toller Zeitraum. Das war zu lange. Bin der Einzige, der Vorschläge gemacht. Heißt du, du nimmst es dann? Ja, ich glaube auch. Mein Big Mac. Ja, einen habe ich gestern leider nicht geschafft, Johnny, muss ich zugeben. Den habe ich jetzt gerade in die Mikro getan. Allerdings für ein paar Sekunden zu lang. Der ist jetzt unten richtig weich. Und auch zu heiß. Aber ich werde ihn gleich trotzdem mir einverleiben, weil von irgendwas muss ich leben. Ja, klar, guck mal hier. Du sagst alles auf Vita, dann machen wir alles auf Vita. Heißt bei mir automatisch, das kommt nicht mehr heute. Hä? Was meinst du genau, Dima? Ich kann dir gerade nicht folgen. Also Paket. Dein Paket? Hast du auch was bestellt und wartest darauf, dass es kommt? Aber was hat meine Dings mit deinem zu tun? Nee, nee, wenn Amazon mir so eine Meldung gibt, dann ist das bei mir 100% automatisch, das kommt nicht mehr heute. Ach so, nee, das ist aber nicht von Amazon, ne? Das ist dann von DPD. Ich war auf der DPD-Seite. Aber nee, also. Wie soll man sagen? Ja, wenn da steht Ankunft bis 22 Uhr oder so, oder 8 Uhr oder 20 Uhr, wie auch immer, dann ist immer so, Ja. Ich weiß, was du meinst. Ganz schön hot. Da schlucken. Hey, ha. Aber wie gesagt, DPD liefert, deswegen, ich habe nicht so viel Hoffnung, dass es überhaupt heute ankommt. Ich bin eher so, ja, wir haben versucht, sie zu erreichen, aber es war keiner da. Ja, alles klar. Aber nee, das ist bei Hermes so. Oder Herpes, wie ich sie so schön nenne. Ich würde die jetzt einfach mal kurz skippen. Die Mobs. Ich darf nicht in den Mediamarkt. Punkt, Punkt, Punkt. Gibt es wenigstens die Möglichkeit bei Pick-up? Wolltest du jetzt irgendwas heute noch besorgen oder was, Marcel? Nur mit negativem Testergebnis.
Ja, aber es gibt doch überall diese komischen Stationen und Zelte mittlerweile in Deutschland, oder? Junge, wieso kommt die Kugel nicht? Hä? WTF? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wieso ist das so spät gekommen? Mittlerweile gibt es doch überall solche Teststationen, wo du auch so mit einem Drive-In quasi hingehst. Die machen kurz hier so ein Dings und dann bekommst du ein Ergebnis und dann ne, sagst du, hier, habe ich. Also das geht mittlerweile überall, Marcel, falls du das noch nicht mitgekriegt hast oder gesehen hast. Gibt ganz viele Stations. Fuck. Einfach fuck, Bro. Fuck you. Du bist selber eine verseuchte Ratte. Du bist eine... Ja. Kannst du überlegen, was du bist. Einen Moment. Ich brauche eine Stärkung. Chartox ist glücklich. Ah. Ich meine, du, Marcel, jetzt kommt der Boss. Jetzt ist gleich vorbei mit. Läuft, ist ja gut gelaufen. Moin, Jungs! What? Junge, was war das denn für eine Range? Was war mal nochmal Zeichen eines starken Jägers? Achso. I remember. Stimmt, wir haben ja Kaltbluttau. Sollten vielleicht auch mal nutzen. Aber der ist easy, schaffst du. Ja, alles klar. Wir probieren's. Bestien überall. Ihr werdet zu ihnen gehören. Früher oder später. Das Mundgeruch, Bruder. Digi. Ich wette auf dritten Try. Okay. Das ist lol. Tot. Oh, es singt für mich. Ja, genug, um einen Mann krank zu machen. Ja. Alles klar, Mann. Thank you.
Bruder. Diggi, we made it. Mahlzeit. Ich bin positiv überrascht, Alter. Oh, Jesus. Ich hab gedacht, das wird gleich ein richtiger. Also, ich hab jetzt auch gedacht, so erst so. Dritter Try oder so wird das was, aber. Es liegt hier nicht eigentlich noch was? Oh, ich wollte gerade sagen. Wofür ist eigentlich die Rotjuwelbrosche? Was kann ich damit machen? Saken. Persönliche Gegenstände? The fuck? Bring Tropfen Blutedelstein. Keine Sorge, Leute. Der Burger ist fast weg. Nur noch ein bisschen. Yo! Vielen Dank für die geschenkten Subs, Dima. Ehrenmann. Chris ein Küsschen aufs Nüsschen. Mein Wetteinsatz. Immer der richtige Gönner hier. Ja, Mann. Tristan, jetzt hast du auch einen Sub. Hörst du, dass er noch da ist? Oh, Dima, du kennst dich doch ein bisschen aus hier, ne? Was darf ich hier tun und was darf ich nicht tun, damit ich hier die meisten Dudes hinkriege? Du hattest hier immer Dudes und bei mir waren irgendwie keine Dudes und Dudeens. Ich darf die vermutlich nicht töten. Muss ich mit dem reden? Weißt du das noch? So aus dem Kopf? Jo, also erstmal nicht angreifen. Das ist schon mal gut. Da krieg ich hin. Ja, reden auf jeden. Reden darf ich, ja? Also, da ist die Oma mir hier nicht böse mit, ja? Oh, ihr müsst ein Jäger sein. Verzeiht, der Weihrauch muss euren Geruch überdeckt haben. Gut, gut. Ich habe auf einen von euch gewartet. Wegen dieser Jagden haben sich alle drinnen verschanzt. Und warten darauf, dass es endet. Das tut es immer. Das war schon immer so, wisst ihr? Seit Ewigkeiten. Aber dieses Mal wird es kein gutes Ende nehmen. Sogar in ihren Verstecken werden manche böse. Das Schreien der Frauen, der Geruch von Blut, das Knurren der Bestien. Es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Janam ist am Ende, das sage ich euch. Aber wenn ihr jemanden Omi trägt, holen? Seinen Verstand beisammen hat, kann die Omi holen? Von der Oedon-Kapelle hier. Wo ist denn die Omi? Hier ist man in Sicherheit. Der Weihrauch hält die Bestien ab. Erzählt es allen. Sagt allen, sie sollen herkommen. Wenn es euch nichts ausmacht. In der Nähe von dem Boss? Also. Hier lang? Nee, oder andersrum? Und wo kommen wir gerade?
von da, ne? Okay, ich weiß, welchen Ort du meinst. Aber ich weiß auch nicht direkt, wo das ist. Das ist doch auch so um die Dings herum, oder? Um die, wie heißen sie jetzt? Um die Kanalisation herum. Da gibt es irgendwo eine Leiter, die führt nach oben und dann steht da irgendwie so eine alte am Rand, ne? Ja, okay. Ja, wir gucken mal. Vielleicht finden wir sie. Bro. Ey, nicht, dass mir gleich hier direkt ein Jäger hier in den Nacken springt, ne? Das kann ja auch passieren. Ich weiß nicht, ab wie viel Einsicht, aber... Huch, was ist denn hier in dieser... In der F-Gasse? Ach so. Ja, kommen wir nicht hin. Also ich zumindest nicht. Wir gehen uns mal ein bisschen umschauen, okay? Ich bin mir auch sicher, ich habe hier noch nicht, sowieso noch nicht alles entdeckt. Obwohl, das war ja auch nicht mein Ziel, hier alles entdeckt zu haben, aber... Warte. Nee, hier kann das nicht gewesen sein, Dima. Hier ist nix. Da ist... Nee, warte, stopp. You're fucking right, Alter. What the hell is this? Nee, niemand, da kann nichts. Moment mal. Ach so. Ach so, nee. Da gehe ich nicht runter. Das ist nicht gut. Moin. Wir haben Sirenenabzeichen. By the way, immer sagen, dass die... Hä? Bitte immer sagen, dass die zur Kirche kommen sollen, statt zur Psychiatrie. Ach so, wenn ich mit den Peoples laber. Okay, ja. So, The fuck? Ich weiß aber nicht, wo die Alte ist. Also, wenn ich hier bin, gibt es da einen Shortcut. Also ich muss, also definitiv gibt es hier drumherum nichts. Ich muss irgendwo da hinten hoch. Oh Gott. Und bei dem Hexen gibt es einen Penner, den auch lieber wegschicken. Nee. Ah, boy, warte mal. Ja, die zerhacken wir alle. Was? Ich dachte, er wäre tot. Wir gucken mal. Irgendwo hier gibt es sicherlich einen Ort. Aber ich glaube, man kommt auch von woanders dahin.
So. Triffst du den nochmal? Ich meine, es gibt eine Brücke und eine Leiter, die dahin führen. Puh, Alter. Was hatte ich hier oben gerade nochmal gemacht? Ich war vorhin ja hier oben. Aber was habe ich hier nochmal genau gemacht? War das hier ein Shortcut? Ah ja, der Shortcut war es. Stimmt. Shit. Guck dich um! Moment! Ja, hier sieht alles immer so gleich aus. Ich kann dir folgen. Ich kann dir folgen. Ich weiß, Aber das war nicht hier. Ist irgendwo anders. Da gegenüber irgendwo. Was ist damit? Mit dem Balkon? Da vorne? Also ich nenne es ja immer mal Balkon, aber ist, ne? Aber die alte, die müsste irgendwo am Rand stehen, so. Verdammter Fremder. Ihr wollt mich dazu bringen, die Tür zu öffnen? Oh Himmel, diese Verdorbenheit. Nee, Mann, also von hier war das nicht. Wenn ich da hochgehe, komme ich ja zu einem ganz anderen Ort. Ah, warte mal. Wir kommen da schon noch hin, irgendwie. Ne, weil jetzt sind wir hier, an der Stelle hier. Da war ein Fenster. Da war ein Fenster. Ich kenne eure Stimme nicht, aber ich kenne den Geruch. Seid ihr ein Jäger? Könnt ihr dann bitte meine Mami suchen? Papa ist nicht von der Jagd zurückgekommen und sie wollte ihn holen gehen. Gehört das dazu, zu der Quest? Ist sie auch weg. Ich bin allein und habe Angst. Das ist die Tochter vom zweiten Boss. Aha. Wirklich? Oh, danke. Meine Mami hat eine Brosche mit roten Juwelen. Sie ist so groß und wunderschön. Die erkennt man sofort. Oh, das darf ich nicht vergessen. Wenn ihr meine Mami findet, gebt ihr diese Spieluhr. Mit dieser Spieluhr macht man doch den zweiten Boss leichter, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Und wenn Papa uns vergisst, machen wir sie an, damit er sich wieder erinnert. Mami ist so dumm, sie ist ohne sie weggegangen. Ja, wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, die vorher einzusammeln. Ja, hätte ich machen können, aber... Digga, du kleiner Drecksköter, ne? Schneid dir deine Ex ab. Ich sag, die rapen mich jetzt, Alter. Die machen mich jetzt platt, Alter. Junge, Junge, Junge. Halt einfach dein Maul, ey. Ihr seid verflucht. Ja, Dima. Hier sind wir auf jeden Fall definitiv falsch. Definitiv sind wir hier falsch. Aber egal. Du bist aber auch mad. Findest du? Ja,
Jo, hier ist safe nicht, ja, Mann. Ah, irgendwo hier unten, Mann. Muss nur gucken, wo genau. With many infected hounds on the way, okay. Upon first encounter, there's a dog barking at the door. Okay. Ich glaube, von der Stelle sind wir auch nicht weit weg. Wir sind sogar ziemlich nah jetzt an dieser Stelle. Glaube ich. Ich kann es gerade echt gar nicht rekonstruieren. Nee. Irgendwie läuft man da eh vorbei, wenn man diesen... Nee, doch! Dann war ich ja oben, gerade ganz bei der Brücke, war ich ja gar nicht so falsch. Weil irgendwo, wenn man von der Brücke oben seitlich runter geht, da sind nämlich diese komischen Hunde da, die sind in den Käfigen. Oder? Die meinen doch die Stelle. Ich bin gerade irgendwie verwirrt, dass ich von hier aus irgendwie nirgendwo hinkomme. What the hell is going on? Also, wenn wir da hinten hochgehen, dann kommen wir doch an der Stelle vorbei. Safe, Alter. So, und zwar, da sind die. Und jetzt. Ich habe vieles gehört. Sich zu Hause einzuschließen reicht nicht immer aus. Würde die Jäger den Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme nicht. Ihr seid dazu verpflichtet, mir zu helfen. Hört ihr? Also, wie ist es? Erzählt ihr mir davon oder nicht? Soll ich ihr von der Ödon? Ist das die? Was wisst ihr? Ein Fremder. Dann meinten wir beide doch was anderes. Ich meinte nämlich eine andere Alte, so eine Jägerin, meinte ich, die irgendwo rumsteht. Bringt dieses Chaos in Ordnung. Und jetzt? Oh, ich habe genug von euch. Zieht weiter. Hopp, hopp. Mag die mich jetzt nicht mehr? Digi! Doch, geh ruhig zur Kapelle zurück. Ja, ja, mach ich. Aber die andere Alte, ich weiß nicht, ob sie nicht in dieser Map ist. Ich hab da auch noch was im Kopf, wo so eine Jägerin stehen müsste, aber ich weiß einfach zum Teufel nicht, wo die steht. Und ich weiß auch nicht, ob sie jetzt noch da, jetzt schon da steht oder erst später da steht. Und du meinst die Krähe, die ist... Ja, okay.
Da, wo die Werwolfmonster sind? Diese komischen Viecher auf der Brücke? Ah, egal, nevermind. Da, wo man runterfahren kann, dann. Ja. Da sind auch Ratten, ja. Ja, scheißegal jetzt. Willkommen daheim, was für. Nun gut, lasst mich. So, wieder da. WB. Alte Glocke haben wir gehalten. Damn it. Wir haben immer noch nicht genug davon. Habe ich keine Edelsteine bisher? Jo. Was? Was ist gerade passiert? Was habe ich gerade gemacht? Irgendwas mit wieder von wegen reduzierter Boss gelegt? Ja, first try, Alter. So, gut, dann gehen wir zum Kathedralenbezirk. Und dann hat dieses Rumgeirre jetzt erstmal kurzzeitig ein Ende. Okay. Hab wieder kurz meinen Anfall gehabt, aber jetzt ist alles wieder gut. Jetzt können wir easy durchstarten. Ja, Mann, gleich kommt Alt-Janam, Leute. Tolles Gebiet. Ah, guck mal, da ist die Alte doch. Moin. Oh nein, ich habe das nicht vergessen. Glaubt ihr, ich schulde euch etwas? Oh, na, das ist ein guter Witz, muss ich sagen. Diese ganzen Probleme, die Janam hat, daran seid nur ihr umtriebigen Fremden schuld. Unser Blut ist ruiniert. Verdorben durch euch. Kommt mir nicht zu nahe. Ich kenne Leute wie euch. Okay. Hallo, Laternenheini. Ja, das ist klar. So, hier würde ich mich nicht zu weit an den Zaun stellen. Bist du nämlich instant tot, Alter. Ja, alles klar. Ich bin ja schon weg. Bitte bring mich nicht um. Ich bin nett und freundlich. Und zuvorkommend. Glücklich. Und so weiter und so fort. So, also ich werde gleich vermutlich so schnell wie möglich versuchen, Mr. Machine Gun Typi umzubringen. Oder auch nicht. Ich überlege gerade, ob wir erst den Boss klatschen und dann Mr. Machine Gun. Weil Machine Gun Man ist einer, oh, der ist so ein Stressfaktor, finde ich, in dieser Map. Also ich finde, sobald man sich ein bisschen in der Map auskennt, geht es eigentlich einigermaßen. Aber mir wäre es lieber, wenn er schnell weg ist. Ja, im Sinne von mega easy, wie meinst du? Also, ich habe den bis jetzt eigentlich immer nur runtergeschmissen. Marcel, meinst du auch, dass du den mega easy runtergeschmissen hast? Weil den zu fighten ist nicht so mega easy. So, da ist doch dieser komische Sacktyp, ne? Von dem will ich mich noch nicht pawnen lassen. Ne, der ist noch gar nicht da. Ja, einfach runterschießen. Ja, gucke. Also, aber face den mal so, ohne den runterzuschmeißen. Dann viel Spaß. Ja, so ist der easy. Ja, klar. Aber wenn du schaffst, den runterzukicken. Johnny, mein Schokohase. Ach, ich hätte... Ach so. Ja, stimmt. Ich muss ja seitlich hoch. Da war ja was.
Attix, mein Skittlemäuschen. Ihr sweeten Boys. Hallo? Ja, wir gehen da gleich eh lang. Aber erst reden wir mit dem Tupus da unten. Ihr seid, ich wusste es. Genauso habe ich auch angefangen. Oh, Verzeihung. Ihr könnt mich Alfred nennen. Oder er gesagt, Alfredo! Mr. Logarius, Jäger der Ekelblüter. Also, was meint ihr? Unsere Beute mag verschieden sein, aber wir sind beide Jäger. Beide Jäger. Arbeiten wir nicht zusammen und tauschen unsere Erfahrungen aus. Was hat das zu bedeuten? Warum richtet ihr die Klinge auf mich? Bruder! Bruder! Ihr seid ein Bester, nicht wahr? Ich wusste es. Genauso habe ich auch angefangen. Oh, zum Glück bringt er mich nicht direkt um. Ein Hit kann man sich noch verzeihen, Alter. Logarius, Jäger der Ekelblüter. Also, was meint ihr? Unsere Beute mag verschieden sein, aber wir sind beide Jäger. Nee, Mann. Warum arbeiten wir nicht zusammen und tauschen unsere Erfahrungen aus? Ich will ihn nicht töten. Ich kooperiere mit ihm, okay? Ich glaube, es ist das Beste, mit ihm zu kooperieren, richtig? Jetzt trollt mich nicht, Leute. What shall I do? Soll ich mit ihm kooperieren? Normal ja, oder? Digga, du kriegst dein Rad als Waffe. Mega OP. Gib ihm Stich. Alter, was geht bei euch? Ihr gebt mir Stich. Ihr seid die größten Troller, die es gibt. Tja, das ist Junge, nein. Schade. Aber wenn ihr eure Meinung ändert, wisst. Ja klar, Alter. Ja klar, Alter, fickt euch! Oh mein Gott! Questline im Arsch. GG. Warum? Ihr habt gesagt. Ihr habt gesagt, ich soll ihm Stich geben. Ihr habt nicht gesagt, kooperieren. Ich hab gefragt, kooperieren. Ihr habt gesagt, Stich geben. Du hast gar nichts gesagt, Marcel. Nein, alles gut. Kill ihn. Digga, der killt mich. Hast du mal sein AP gesehen? Hier, fuck you. You Penner. Komm her! Digga, der gibt mir doch Stich, Mann. Leute, ich mach voll wenig Schaden, Mann. Als ob ich ihm Stich gebe, Alter. Ich zieh dem ein... nichts ab, Alter. Nice. Das sind einfach... ja, richtig gute Zuschauer, ey. Ja, der kam auch bestimmt nicht durch die Tür. Oder würde nicht durch die Tür kommen, wie man es nimmt.
Digga, was ist das für eine almighty Tür? Die Tür ist einfach OP. Die Tür ist OP. Ach so. You're right. Oh oh. Hassan ist immer noch sauer auf mich. Tja. Moin. Komm her, Bitch. Oh, shit. Ich glaube, ich lasse den Dude in Ruhe. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu skittisch. Es lief gerade einfach nicht so, wie ich wollte, ehrlich gesagt. Ich habe einen Charge-Jump gemacht, er hat einen Charge-Jump gemacht. Er haut mir in die Fresse, ich hau ihm nicht in die Fresse, er haut mir auf die Fresse. Ach, Pappelapapp, sagt er. Nee, das war's schon für mich. Also später kann ich gerne vorbeikommen und den in 2-3 Hits wegschlitzen, aber jetzt gerade habe ich kein Interesse, da dumm herum zu tanzen und noch weiter zu sterben. Das ist ein verdammter Fluch! Ja, alles klar, Plankton, ich weiß Bescheid. Bruder! Shut the f- Ihr habt alle gesagt, ich soll den angreifen, Marcel. Niemals NPCs antacken im Blatt. Ist ja nicht so, als ob ich nicht wüsste, dass er mich dann... Tut mir egal. Ich nicht! Du, auf jeden Fall. Du warst der allererste, der gesagt hat, greif ihn an. Moment, lass mich mal hochscrollen. Warte, pass auf. Jo, schlitz ihn einfach an. XD. Also ich finde, das war schon eine ernste Aufforderung, ihn zu klatschen. Steht er denn später immer noch an derselben Stelle, Leute? Das war die Aussage für dein erstes Schlitzen. Ah, scheiße. Nee, den siehst du noch an anderen Stellen. Ja gut, meinetwegen. Ja, Leute, Verlust. Ein bisschen Verlust ist immer da. Oh, das waren die, die mir so richtig viel XP gegeben haben, ne? Yo, die bringen ja 987. Die sind einfach ultra geil. Das sind richtig geile Doggos. Gleich COD oder was? Können wir später gerne machen, ja, tatsächlich. Ich freue mich schon, wenn du bei dem Bloodstaff Beast bist und Alfred dich nicht mehr mag. Ach, Alfred war der Companion, ne? Den man zusätzlich haben konnte in dem Bossfight. Ja, das wusste ich aber erst tatsächlich beim zweiten Mal spielen. Beim ersten Mal habe ich den auch solo geklatscht.
stopp. Moment. Ach nee, ich hätte nochmal drücken müssen, ne? Das war doch diese Fake Door. Vielleicht hätte ich lieber noch leveln sollen, bevor ich hier weitermache. Einen Punkt hätte ich ja zumindest reinpacken können, aber YOLO, ne? Was sagt ihr? Ja. Junge! Ja, wir machen das, Marcel. Wir machen das. Ich werde jetzt nicht mehr einfach so unschuldige Leute angreifen. Ich verspreche sie, okay? Danke. Ja, guck. Jetzt sind wir wieder grün. So, jetzt kommt der Shit, Alter. Fuck you, Alter. Gnadenlos, trunken von Blut, wie die besten Jäger so sind. Warum muss ich euch aufhalten? Moment mal eben. Ich kann ja gar nicht richtig pausieren. Ich hoffe, ich sterbe nicht. One moment. Ja, mir hatte gerade die Nachbarin ein Paket rübergegeben, das sie angenommen hatte. Ich habe endlich wieder Motoröl, Leute. Mein Auto läuft jetzt wie geschmiert, oder auch nicht. Johnny hat ja gestern wie nennt man das? Motoröl-Einfüll-Dingsbums gesehen. Sieht richtig nice aus, auf jeden Fall. So. Stimmt, das wollte ich heute eigentlich auch noch machen. Aber mal so 20, 30 Kilometer über die Autobahn heizen mit 180 und gucken, ob dann der gelbe Slime einfach weg ist. Wenn nicht, dann, ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Junge, du lebst ja noch. Verbiss dich. Ja. Alles wird gut. Alles wird gut. Gelber Slime. Zufällig Kondenswasser in der Ölwanne gehabt. Digga. Kondenswasser. Ich weiß einfach nicht, wo das Kondenswasser herkommen soll, weil ich fahre keine Kurzstrecken mehr. Ich fahre jetzt eigentlich schon größere Strecken. Und es ist einfach mehr, noch mehr gelber Slime als je zuvor. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass es Kondenswasser ist. Deswegen muss ich mal richtig Gas geben, ne? Wenn wir Autobahn, ne? So richtig mal geben. Und gucken, wenn es dann weg ist, irgendwann mal gefühlt, dann ist alles Gucci. Ja, dann gibt es ja noch diese Zylinderkopfdichtung. Und
Kleiner Bruch im Schlauch? WTF. Auf jeden Fall gibt es ja noch diese Zylinderkopfdichtung, aber dann müsste irgendwie Kühlmittel verschwinden und mein Kühlmittel verschwindet nicht und ne, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. Egal, ich versuche erstmal irgendwie die Tage mal 20, 30 Kilometer aber mal übelst über die Autobahn zu heizen und guck, ob das dann irgendwie dann verdampft. Das wäre halt nett. Boah, Diggi, Alter. Ich bin ja richtiger Ninja gerade hier. Hier, fickt euch. Okay, jetzt bin ich tot. Ich bin richtiger Ninja, alles klar. Alles klar. Ich bin richtiger Ninja gerade, sagt er. Und wird dann richtig gegangbankt in der Ecke. Okay, sup. Nicht schneller fahren, sondern länger ist wichtig. Nee. Nee, du. Lange fahren, dann müsste die Reiche von S-Town zu M-Town reichen, aber reicht nicht. Oder zumindest wenigstens wirklich dann für eine längere Zeit, Zeitraum 140 fahren. Weil einfach so super hier Autobahn und Dings, wie heißt der, Kraftfahrstraße, reicht nicht. So, und eigentlich müsste es von der Zeit her genug gewesen sein, um Kondensat, sage ich mal, zu verbrennen. Aber tut's ja halt nicht. Und das wundert mich halt so. Weil früher hatte ich das natürlich auch durch Kurzstrecken, gelber Slime. So, dann hat es gereicht von S-Town bis zu M-Town und dann war auch gelber Slime weg. Und jetzt, wo ich eigentlich tatsächlich mehr Kilometer fahre und längere Fahrten habe, Junge, also nicht nur am Deckel, sondern auch in diesem ganzen Einfüllloch, so alles komplett gelb zugekackt, Alter. Also, Junge. Deswegen, also ich will auch schon Motorölwechsel noch machen. Und yes. Sowieso mal die ganze Plörre einfach mal raus. Weil ich weiß erstens nicht, wann ich das letzte Mal gewechselt habe. Ich kipp hier immer nur schön nach. Hallo. Hey Junge, guckt euch den Geier da an. Guck mal, der kleine Camper, der steht da oben schon. Guckt euch mal den Schatten da an. Guckt euch mal den Schatten da an. Habt ihr es gesehen, hä? Habt ihr es gesehen? Oh, da hat der Bock. Ja, come on, man. So, wer hat Bock? Ihr habt Bock. Wollen wir die Leute hier reinkiten? Machen wir mal. Hallo, Leute. Alle mal aufwachen. Ja, guck mal, der eine Dude da, der hat auf jeden Fall meine Blut-Echos.
Von wo hast du dich angesneakt? Fuck, Alter. Ja, von dieser Seite lässt sich das nicht öffnen. Ja, Halleluja. Ah, ja, Leute, let's try, oder? Ich finde das ja witzig, dass man sich mit dem Dude da oben gut stellen kann. It's really possible. Digi! Ich nehme an, du Missgeburt! Alter! Wasted! So eine Missgeburt, Alter! Ja, ich knall dich einfach dreimal hintereinander ab. Ja, genau, alles klar.